Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich bin hier vor dem Tor und töte jetzt ein paar Bienen für Honig. Ich brauche 75 und habe irgendwie ein bisschen weniger, 60. Und ja, da möchte ich euch mitnehmen. Dann nehme ich jetzt auf. Gibt leider nicht so viel Erfahrung, aber immerhin so viel, damit ich ein bisschen schneller level, als würde ich die Quest nicht annehmen. Ja, ich habe einen neuen Stab gefunden. Den Larai Splitstab. 37 bis 47 Schaden, Trefferchance plus 5 und Eisschaden plus 6. Und dann noch einen leeren Sockel. Ich könnte jetzt zwar einen der Edelsteine reintun, aber ja, ich weiß nicht. Eisschaden, Durchbohrungsschaden, ne, brauche ich nicht. Wenn Aussprechgeschwindigkeit wäre, ja, dann. Aber so leider nicht. Wir bekommen keinen Honig, wieso nicht? Ich brauche Honig. Mein Vater ist wieder immer am Nerven, am Herumpoltern und Fenster aufmachen, obwohl ich es nicht will. Oh je. Dann Durchzug, weil hinten noch das andere Fenster offen ist und alles mögliche. Man wird nie in Ruhe gelassen. So, jetzt haben wir wenigstens einen Honig und wir haben schon wieder keine Beschwerden. So. Ja, wie angekündigt, habe ich ja gestern ein Infovideo gemacht und den Server jetzt mal umgestellt. Leider geht es noch nicht ganz. Ich muss noch den Emmerdamm kurz fragen, ob der mir da irgendwie helfen kann. Weil ein paar Mods werden nicht übertragen von Triit. Und wenn das so ist, muss ich das ändern auf ein anderes Modpack. Oder es selbst als Modpack Ding, also selbst zusammentragen, die Mods, die vom Modpack sind. Weiß ja nicht, anders geht leider. Weil ich glaube, es sind 4 Mods, werden einfach nicht von FileZilla geöffnet. Oder sie sind geschlossen oder irgendwie sowas. Also kopiergesichert oder irgendwas. Keine Ahnung. Aber es sind auch blöde Mods, also es sind nur so kleine Nebenmods. Wahrscheinlich kann ich das auch als einzelnes Modpack machen. Und ja. Ja, das werden wir dann sehen. Und sonst machen wir unser eigenes Modpack auf den Server. Einfach dann ohne Launcher. Ich werde dann aber alle Mods dann einfach hochladen. Und dann könnt ihr es einfach herunterladen und in den Mods-Ordner reintun. Oh, jetzt leckt es gleich. Moment. Ja. Oh, die machen Schaden, meine Beschwörungen sind immer down. Obwohl ich 4 auf materielle Bindung habe. Aber immerhin gibt es Honig. Ah. Herzchen. Oh nein, nicht beschwören. Da, okay, beschwören. Hahaha, jetzt kannst du dich angreifen. Du Noob! Ich find's geil, aber manchmal, die ganze Zeit ausstunnen oder irgendwie nerven, die sagen zu den anderen, die nicht stunnen, Noobs. Dabei sind sie ja die Noobs. Das finde ich sehr geil. Irgendwie haben die keine Ahnung, was eigentlich Skill bedeutet. Skill heißt nicht Ausdauer.
Vor allem, es gibt einen Stun von einem Jäger, glaube ich. Und nein, von einem Schützen. Der ungefähr 10 Sekunden dauert, gefühlt. Was soll man dann noch machen? Und da wird man auch eingefroren und alles Mögliche. Das ist einer der härtesten Kritikpunkte hier in Regnum. Das Dauerstunnen und Verfehlen und alles Mögliche. Ja, ich nehme es natürlich an. Hui, hui, ha. Danke. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo die ist. Natürlich zu uns. Was denn sonst? Ich werde ihn nach dem Benutzen lagern oder zurückgeben. Ich sammle schon in D3 Legendaries. Ja, Aries. Cool, cool. Kurz warten, ist das hier, wo es noch stärkere gibt. Ich glaube, es gibt noch episch hier oder so. Okay, noch 3, dann haben wir die Quest. Brauchen wir eigentlich diesen auch nicht mehr. Oder warte, der ist schon ein bisschen stärker. Ich meine Itemqualität. Ja, bin im Mauerwald. Legendäre und dann episch, oder? Die Farben der Überschrift. Aha, okay. In Sacred 2 ist es andersrum. Also dort heißen sie nicht legendäre, sondern Unix. Mein Vater macht Krach. Was ist jetzt? Jetzt leckt's wieder. Latest Fraps. Ihr nervt. Lieber hier mal. Nicht auf mich gehen. So ist gut. Mal hier heilen. Wow, heilt ja extrem viel. Okay, wir gehen mal kurz zurück. Und schauen, ob die gleiche Quest nochmal gibt. Ob wir Glück haben. Ja, und Neues haben wir auch nicht bekommen, diese Ringhosen, aber die sind ganz normal. Nur plus 3. Okay, geht weg, schade. Schade, schade. Irgendwo ist die Beschwörung völlig
also falsch entwickelt. Eigentlich müsste der Beschwörer mehrere Beschwörungen haben und nicht Fraps so zum Leggen bringen. Und das mit den Toren ist auch komisch. Manchmal muss man mit den Leuten reden, damit man das Tor kommt, und manchmal muss man noch rein. Irgendwie haben es da irgendwie 3-4 entwickelt, einfach unabhängig voneinander entwickelt, und jeder hat irgendwo anders, und dann waren die Charakter, die Klassen einfach anders und völlig unbalanciert. Ist zwar immer noch so, aber ja, vor allem der eine, der das Distanz gemacht hat, ist ja mal wirklich schlecht. Naja, man müsste jetzt wirklich einmal ein Spiel rausbringen, das die gleiche ja, vor allem diese Reichslacht nach hat und im Vordergrund bringt. Zwar hat ESO, aber da ist nicht so spannend, da ist nicht öffentlich, da sind es nur Instanzen die ganze Zeit. Und bei wie heißt jetzt das Game schon wieder von 2002 oder 2003? Age of Camelot, irgend so jetzt, Dark Age of Camelot, glaube ich. Das hat zwar auch Ding, aber da macht es einfach keinen Spaß. Also vielleicht mit allen Addons und so, aber dann ist auch die Grafik nicht so gut. War das Honig? Mist. Wilder Troll, Eisgolem. Und es leckt wieder. Mist, jetzt habe ich wieder, irgendwas habe ich jetzt wieder, wahrscheinlich ist es wegen Fraps. Ich müsste mal Fraps abmachen. Moment kurz. So, jetzt sollte es gehen, jetzt habe ich auch wieder 60 FPS statt 45. Fraps bringt war wahnsinnig manchmal die Hardware zum Kochen, wenn noch Fraps läuft. Also Fraps läuft dann nicht mehr so schnell. Und wir haben kein Ding. GUI. Cool, da kann ich auch bald gehen wahrscheinlich. Wespenkonkon. Wespenkonkon. Haben wir den? 4. Ne, die sind zu selten. Ich habe schon so viele Wespen getötet. Da kommt die Soldat. Die habe ich jetzt gar noch nicht bemerkt, wo die sind. Honig. Okay, jetzt geht es leider länger, weil wir nicht von 60 starten, sondern von 0. Von 1 oder so. Heute Morgen hat eine Energie geschrieben, dass er Titis sehen wollte. Dann bin ich zu ihm gegangen und war happy. Voll die Titi-Frau hier. Aber nicht.